Leute, Becky ist wieder am Start mit einem neuen Video für euch. Und zwar wieder mit neuen WhatsApp-Chats, aber die ihr euch niemals um 3 Uhr nachts durchlesen solltet. Das ist genauso wie mit den TikToks. Tut es nicht, weil ihr kriegt dann kein Auge mehr zu. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was diesmal dabei sein wird. Ob es wieder für pure Gänsehaut sorgt. Ich würde sagen, wir labern jetzt nicht so viel. Wir starten direkt damit. Schreibt mir auch gerne eure paranormalen Erlebnisse immer unten in die Kommentare. Habt ihr schon mal was richtig Merkwürdiges erlebt? Und ich würde sagen, wusch. Übrigens, Leute, nicht die Grandma-Decke vergessen, in der ihr euch einmummeln könnt. So wie ich. Kommen wir auch schon zum ersten Chat. Hey, ich mag deinen Pyjama. Zwinker, Smiley. Wer findet auch diesen Zwinker, Smiley echt creepy? Ich finde den sowas von gruselig. Wer benutzt den? Jetzt mal ganz im Ernst, ich mag den gar nicht. Irgendwas verbirgt sich dahinter und das ist nicht gut. Oh, danke. Nichts zu danken. Wie schmeckt dein Eis? Sehr gut. Nice. Warte. Wie willst du wissen, wie mein Pyjama aussieht und ich gerade Eis esse? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ich dachte zeitweilig, okay, ist es vielleicht doch nicht so creepy. Ich meine, es gibt ja Leute, die den Zwinker-Smiley benutzen. Es muss nicht immer creepy sein, aber es ist creepy. Es ist verdammt nochmal creepy, Mann. Woher weiß er das? Stell mir gerade so einen vor, der so mit einem Fernglas in dein Zimmer guckt. Oh mein Gott. Okay, ich habe jetzt offiziell Angst vor meiner 4-jährigen Schwester. Wieso? Sie erzählte mir gerade von ihrem dunklen Freund, der sie besuchen kommt. Ich fragte, wie heißt er denn? Und sie nannte den Namen unseres Opas. Der vor 2 Jahren verstorben ist, aber mit dem wir kein gutes Verhältnis hatten. Muss ich jetzt ausziehen? Oh mein Gott. Stellt euch das mal vor. Was für dunkler Freund. Ich weiß ja nicht, ob der Opa das so gut mit einem meint, ne? Wenn er da rumlummert in dem Haus von einem und von ihr schon als dunkler Freund bezeichnet wird. Oh mein Gott. Also ich glaube schon daran, dass Verstorbene einen nochmal besuchen und so, weil ich halt schon selbst sowas erlebt habe. Aber das ist irgendwie komisch. Keine Ahnung, aber vielleicht will er ja gar nichts Schlechtes. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, was ich tun sollte. Ausziehen oder nicht ausziehen, Leute? Das ist die Frage. Hey, kurze Frage. Sag mal, hast du auch das Gefühl, mit Marie stimmt was, seitdem wir auf dem Reiterhof letzte Osterferien waren, nicht? Ja, schon irgendwie. Aber erst nachdem wir diesem Schreien nachgingen, was aus dem Stall kam, da war ja aber nichts. Was ist da bitte passiert? Ja, voll komisch. Ich erkenne sie gar nicht mehr wieder. Oh mein Gott, sag mir nicht, die ist irgendwie besessen von irgendwas. Oh mein Gott, nicht mehr normal. Aber vielleicht ist es nur ein komischer Zufall. Na okay, was sagt Becky immer? Zufall? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, wenn du plötzlich ein Schreien aus dem Stall hörst. Du bist auf einem Reiterhof, wo es vielleicht doch schon ziemlich gruselig sein kann abends, ne? Also auf so einem alten Hof vielleicht. Ich habe auch schon mal im Stall übernachtet. Also, da hat man schon ein bisschen Angst. Kommen wir aber schon zum nächsten. Hi, hier ist Dennis aus der Disco. Kennst du mich noch? Ja, ich erinnere mich. Wie geht es dir? Alles gut? Mir geht es gut. Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass ich dir, nachdem wir die Disco verlassen haben, gefolgt bin. Oh, cool. Wie heißt du denn auf Insta? Dann kann ich dir zurückfolgen. Was ist Insta? Oh! Ich habe mich schon gewundert, als ich gerade so gelesen habe. Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass ich dir, nachdem wir die Disco verlassen haben, dir gefolgt bin. Aber dann dachte ich mir so, okay, bleib erstmal ruhig, Becky. Und sie fragt nach Insta. Ich weiß nicht, was Insta ist, aber hat WhatsApp? Digga, was bist du denn für einer? Warum ist er ihr gefolgt und warum sagt er ihr das noch? Also ich meine, ist nett, ihr das zu sagen, weil dann weiß sie Bescheid, dass er irgendwie ihr heimlich gefolgt ist. Aber why? Why macht er das? Ich würde den Zettel durchdrehen. Was macht man da? Milena, ich gehe nie wieder in unser altes Sommerhaus. Mama und Papa können alleine dort Urlaub machen. Ist was passiert? Ja, was denn? Oh oh, nicht gut. Gar nicht gut. Wir kamen halt schon spät beim Haus an und ich wollte nur noch schlafen. Ich gehe also hoch in das Zimmer, wo wir immer zusammen gepennt haben und schmeiß mich aufs Bett. Ist das die Schwester? Ich glaube schon, oder? Dreh mich zur Seite und sehe plötzlich meinen Namen mit diesen alten Magnetbuchstaben an die Tafel geschrieben. Kennst du noch die alte Tafel? Wir haben doch ewig damit nicht mehr gespielt und keiner war im Haus. Wer war das? Also ich nicht. Ich muss
das Haus noch nie, ehrlich. Ja, wow. Das bringt ja auch sehr viel. Also ich meine, wenn die vielleicht eine Putzfrau haben oder so, die sich da vielleicht in der Zwischenzeit manchmal drum kümmert, dann verstehe ich ja vielleicht, warum dann der Name da dran steht. Vielleicht dachte sich, das ist vielleicht süß und nicht gerade creepy. Aber wenn die das nicht haben, keine Ahnung. Keine Ahnung, wer zum Teufel war das? Wie läuft es mit dem Babysitting? Geht es den Kindern gut und kommst du zurecht? Ja, den Kindern habe ich gerade die Zähne geputzt und gleich gehen sie ins Bett. Das Einzige, was mich ein wenig nervös macht, ist diese Clown-Statue in eurem Garten, die direkt ins Wohnzimmer starrt. Digga, wer hat einen Clown im Garten? Ich meine, ich finde allein diese komischen Zwerge seltsam, aber ein Clown? Was? Was? Wir haben keine Clown-Statue, wir kommen nach Hause. Pass auf die Kinder auf. Bitte, was? Steht einfach ein Clown in dem Garten und starrt in das Wohnzimmer? Was macht ihr da? Ich hasse nicht ohne Grund Clowns. Ich finde Clowns so ekelhaft. Bah! Ich würde mich sofort einschließen. Jolas, hör mal auf, dich weiter unter meinem Bett zu verstecken. Man sieht dich so schlecht. Und dann kommt ein Bild. What the? Das... Was? Das bin ich nicht? Bin heute bei Niklas, geh aus dem Haus und ruf Polizei. What? Oh mein Gott, wie gruselig ist das bitte? Wer will sich da gerade unter dem Bett verstecken, wenn es nicht irgendwie, keine Ahnung, dein Bruder ist oder so? Also ich meine, zum Glück, dass sie wenigstens noch die Beine gesehen hat und ihn erwischt hat, weil was wäre, wenn er komplett unterm Bett verschwunden wäre und du wüsstest von nichts? Becky muss sich wieder bewaffnen hier mit der Decke, so geht das nicht. Oh mein Gott, weißt du was? Ich glaube, ich werde es niemals verstehen, wieso A, Eltern voll auf alte Puppen stehen und B, man die nicht wegwirft, wenn merkwürdige Dinge geschehen. Kannst du mir helfen, die zu entsorgen? Was ist denn passiert? Oh mein Gott, ich bin gespannt. Jetzt kommt ein Batzen an Text. Meine Eltern haben so eine richtig große Porzellanpuppe, die sie auf dem Flohmarkt gekauft haben, in mein Zimmer gestellt. Ich finde Puppen so gruselig und nach langem Hin und Her hat dann mein Vater wenigstens die Puppe mit so einem Handtuch über die Nacht bedeckt. Aber weißt du, was passiert ist? Ich wach in der Nacht auf, muss auf Klo. Und was sehe ich? Das Handtuch liegt mitten auf dem Boden. Das geht gar nicht. Mitten im Zimmer. Wie? Wo standen die? An der Seite irgendwo auf einem Regal oder was? Und dann ist das Handtuch, mit dem die Puppe bedeckt wurde, einfach mitten auf dem Boden in deinem Zimmer? Und ich starre vielleicht noch diese Puppe an? Ey, ich würde gar nicht mehr länger darüber diskutieren. Ich würde die direkt wegschmeißen. Ehrlich jetzt, ich würde nicht lange diskutieren mit meinen Eltern. Oder ich würde sagen, okay, die zieht bei euch ein, aber bei mir aus. Warum steht die überhaupt bei ihr? Wer liebt bitte solche Puppen? Es ist echt so. Ich finde die mega gruselig. Die willst du nicht zu Hause haben. Hat jemand von euch alte Puppen zu Hause und muss mit denen leben? Also, nee, ich finde das auch so creepy. Ich könnte nicht schlafen. Nächstes Mal mach bitte die Haustür zu, wenn du rausgehst. Ich bin noch in meinem Zimmer. Wie, wer war das dann? Oh mein Gott, komm schnell hoch in mein Zimmer und verschließ die Tür. Was ist, wenn die andere Person, die anscheinend im Haus ist, oben ist, Mann? Schon mal darüber nachgedacht? Was willst du machen, im Haus bleiben oder rauslaufen? Ich meine, wenn die Haustür einfach fett auf ist, was machst du da? Vor allem fände ich das auch ein bisschen creepy. Die andere Person muss ja länger alleine im Haus gewesen sein, oder? Also ich denke mal, die andere Person, wer auch immer das ist, ich habe keine Ahnung, vielleicht Geschwister oder so, die müssen ja erst später nach Hause gekommen sein. Leute, beides ist gruselig. Es ist gruselig, in das Haus zu gehen und vielleicht noch hochzugehen und es ist gruselig, allein im Haus gewesen zu sein. Und du wusstest von nichts, dass die Haustür einfach mal offen ist. Ich werde ausziehen. Wieso das denn? Du bist erst 14. In meinem Zimmer ist jemand gestorben. Ciao. Okay. Okay, das ist meine Ansage. Oh mein Gott. Ich glaube, das denkst du im ersten Augenblick schon, nur deine Eltern lassen das nicht zu. Und du musst da weiterhin drin leben, Mann. Sollen die doch das Zimmer tauschen? Aber das wollen die dann auch nicht, ne? Die glauben dir nicht, aber wollen nicht das Zimmer mit dir tauschen. Vor allem dieser Clown, der killt alles. Das war wirklich creepy. Ich glaube, ich habe genug gelesen. Also mal ganz im Ernst, wenn plötzlich die Haustür offen ist, aus irgendeinem nicht zu erklärenden Grund, sich Freunde seltsam verhalten, nachdem was Merkwürdiges mal in den Ferien, wo man zusammen war, ja, passiert ist. Oder wenn du plötzlich jemanden unter deinem Bett findest, ja, und erwischt, der nicht dein Bruder ist. Das ist gruselig, Leute. Das könnt ihr nicht leugnen.
Lasst mich mal gerne in die Kommentare wissen, was ihr am gruseligsten findet. Hattet ihr auch schon mal sowas Komisches erlebt? Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch so, so lieb. Bye!